gehen wir die Sache nochmal durch. Zuerst Kopfschuss. Danach ist das Opfer zum Fernseher gegangen, reißt sich dann eine Tüte Chips auf und macht es sich gemütlich. Als letztes betritt der Mörder die Wohnung. Aber was ist dann passiert? Auf die richtige Reihenfolge kommt es an. Criminal Minds, Staffel 8. Bei uns garantiert chronologisch. 19. Mai, 21 Uhr. Auf 13th Street.